Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Dishonored 2 Video. Ich möchte euch in diesem alle Abspänne des Spiels zeigen. Also der Abspann an sich setzt sich aus vier verschiedenen Sequenzen zusammen und je nachdem, wie ihr euch im Spielverlauf entschieden habt, variieren die natürlich. Die erste Sequenz dreht sich um die Herrschaft von Cirkonos, also dem Austragungsort von Dishonored 2. Hier gibt es mehr oder weniger eine Rangfolge, soll heißen, es gibt eine Person, die vorrangig immer in der Sequenz auftaucht und wenn die nicht vorhanden ist, dann wird die nächsthöhere genommen. Und die höchste Person, die es in dieser Rangfolge gibt, ist Herzog Abeles. Wenn ihr also den echten Herzog Abeles getötet habt und seinem Double quasi den gleichen Job verpasst habt, dann kann eine der folgenden drei Sequenzen einsetzen. Die erste Variation, die ihr gleich sehen werdet, ist aus einem High-Chaos-Durchgang, in dem alle wichtigen Personen gestorben sind, außerhalb dem Double von Herzog Abeles. Sequenz Nummer 2 stammt aus einem Low Chaos Run, sonst mit den gleichen Voraussetzungen. Und die dritte Sequenz ist ein Low Chaos Run, in dem alle Personen überlebt haben. So erschlich sich ein Mann, geboren mit dem Gesicht des Herzogs Kanakas höchsten Sitz und genoss alle Vorzüge des Großpalasts. Niemand bemerkte es, und falls doch, wagte keiner darüber zu reden. So nahm ein Mann mit dem Gesicht des Herzogs seinen Sitz in Kanaka ein und dachte auch an jene, die nicht im Palast geboren waren. Die Leute erstaunte die plötzliche Wendung. Sie stellten ihr Glück aber nicht in Frage. So nahm die Krise in Kanaka ein Ende und die weisesten Personen der Stadt blieben unversehrt. Geführt vom neuen Rat entging die südliche Hauptstadt der Anarchie und Cirkonos begann zu erblühen. Wenn ihr hingegen Herzog Abeles und sein Double getötet habt, dann fällt die Wahl auf die nächstranghöheren, was entweder Burn oder Paolo sind. Die folgende Sequenz seht ihr also, wenn ihr Paolo getötet habt. Nach dem Sieg über einen mächtigen, übernatürlichen Feind fanden die Kaiserin und ihr Schutzherr einen starken Verbündeten im Jedermannsorden, der endlich uneingeschränkte Rechtschaffenheit über Cirkonos brachte. Ich könnte mir vorstellen, dass es sowohl von der gerade gesehenen Burn bzw. Orden des Jedermann-Sequenz und auch von der folgenden Paolo-Sequenz noch eine weitere Variation gibt, nämlich in der Unterscheidung, ob das Low- oder High-Chaos war. In dem Fall war gerade die Szene aus einem Low-Chaos-Run und die folgende stammt auch aus einem Low-Chaos-Run. Und wie ihr aus dem Bildmaterial hier gerade schon vermuten könnt, die folgende Sequenz entsteht natürlich, wenn ihr Burn getötet habt oder betäubt habt und den zu Paolo gebracht habt. So stürzte der Herzog und eine Person aus dem Volk nahm seinen Platz ein. Paolo kam ohne Besitz auf die Welt und verstand die weniger Privilegierten. Manchmal brüllt die Macht, manchmal flüstert sie. Die nun folgende Sequenz entsteht, wenn ihr sowohl Paolo als auch Burn am Leben gelassen habt, entweder weil ihr das Rätsel von Jindosh gelöst habt oder weil ihr einfach den Schlüssel gestohlen habt und damit an die Kombination gekommen seid. Mit Luca Abeles Sturz endete seine Linie und nur ein Mann war geeignet für den Großpalast. Aus dem Nichts kommend leistete er dem Reich hervorragende Dienste. Herzog Corvo Atano, der erste seiner Linie. Die nächsten beiden Sequenzen entstehen, wenn ihr wirklich alle Anführer umgebracht habt. Die erste ist in dem Fall aus dem Zustand, wenn Corvo
überlebt hat und quasi neben Emily regieren kann. Die zweite ist, wenn Corvo überhaupt nicht aus der Statue erweckt wurde, weil Emily sich einfach den Thron geholt hat. Mit Luca Abeles Sturz endete seine Linie. Und nur ein Mann war so skrupellos, den Großpalast einzunehmen. Er kämpfte sich nach oben. Und keiner seiner Feinde war da, sich dem blutigen Herzog Corvo Atano zu widersetzen. Die Regentschaft des Herzogs in Cerkonos nahm ein abruptes Ende und die alte Ordnung zerbrach. Die Zeiten waren hart und die in den Trümmern Verbliebenen mussten sich an alles klammern, was sie noch hatten. Der zweite Teil des Abspanns dreht sich um die Herrschaft von Dunwall und ist davon abhängig, ob ihr euer Familienmitglied aus dem Statuenzustand zurückgeholt habt oder alleine regiert, indem ihr den Thron besteigt, was nur in der High-Chaos-Variante möglich ist. Und dann gibt es halt, wenn die Statue wiederbelebt wurde, noch Varianten in High- und Low-Chaos. Ihr seht nun als erstes also die Low Chaos und dann die High Chaos Variante von dem Zustand, dass beide Familienmitglieder regieren. In Dunwall verlor Delilah Copperspoons Zirkel nach ihrem Tod seine Macht und der kurze Staatsstreich fand ein Ende. Die rechtmäßige Kaiserin kehrte auf den Thron zurück und löschte die in ihrer Stadt lodernden Feuer. Es begab sich, dass Emily die Gerechte, Emily die Kluge, gemäß ihrem Schicksal Jahrzehnte mit Corvo Atano an ihrer Seite über ihr Reich herrschte. In Dunwall verlor Delilah Copperspoons Zirkel nach ihrem Tod seine Macht und wurde zerstört. Der Staatsstreich fand ein Ende. Die rechtmäßige Kaiserin bestieg erneut ihren Thron. Es begab sich, dass Emily die Rachsüchtige die letzten Verräter tötete und über ihr Reich herrschte, mit ihrem legendären Vater Corvo Atano an ihrer Seite. Die folgenden vier Sequenzen sind Low- und High-Chaos-Variationen, wenn nur ein einziges Familienmitglied in Dunwall regiert. Im High-Chaos-Modus kann das natürlich entstehen, weil derjenige sich selbst auf den Thron gesetzt hat. Dann seht ihr in der Sequenz auch eine Statue da stehen. Und in der Low-Chaos-Variante kann das nur entstehen, wenn das zweite Familienmitglied, dann in dem Fall Corvo, halt in Cirkonos regiert. In Dunwall verlor Delilah Copperspoons Zirkel nach ihrem Tod seine Macht und der kurze Staatsstreich fand ein Ende. Die rechtmäßige Kaiserin kehrte auf den Thron zurück und löschte die in ihrer Stadt lodernden Feuer. Es begab sich, dass Emily die Gerechte, Emily die Kluge, gemäß ihrem Schicksal Jahrzehnte mit Unterstützung von Corvo Atano aus dem Süden über ihr Reich herrschte. In Dunwall verlor Delilah Copperspoons Zirkel nach ihrem Tod seine Macht und wurde zerstört. Der Staatsstreich fand ein Ende. Die rechtmäßige Kaiserin bestieg erneut ihren Thron. Es begab sich, dass Emily die Rachsüchtige die letzten Verräter tötete und über ihr Reich herrschte, mit Unterstützung ihres legendären Vaters Corvo Atano aus dem Süden. Dunwall verlor Delilah Copperspoons Zirkel nach ihrem Tod seine Macht und wurde zerstört. Der verhängnisvolle Staatsstreich wurde von der wahren Kaiserin beendet. Emily die Schlechterin holte sich ihr Reich zurück und exekutierte ihre Feinde. Während ihrer Zeit und darüber hinaus stand ihr Vater schweigend neben dem Thron. In Dunwall verlor Delilah Copperspoons Zirkel nach ihrem Tod seine Macht und wurde zerstört. Der verhängnisvolle Staatsstreich fand ein Ende. Und so erhob sich ein neuer Kaiser.
Corvo der Schwarzen riss das Reich an sich und spürte seine Feinde auf. Seine geliebte Tochter sicher an seiner Seite. Der dritte Teil des Abspanns ist Anton Sokolov gewidmet und soweit ich das interpretiere, gibt es da nur zwei Variationen und die sind einfach davon abhängig, ob ihr Low oder High Chaos gespielt habt. Die erste hier zu sehende Sequenz stammt also aus der High Chaos Variante und die zweite aus der Low Chaos. Möglicherweise hängt es auch irgendwie noch mit dem Body Count von Toten zusammen, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Zu seiner Zeit entfachte Anton Sokolov das Feuer der Industrie und legte einen alles verzehrenden Brand im Herzen des Reichs. Seine Maschinen wurden für Krieg und Unterdrückung genutzt, um die Schwachen zu vernichten. Er verließ Dunwall ein letztes Mal und brach in den Norden auf. Seine letzte Kraft verbraucht und nur noch ein Schatten des Mannes, der er sein wollte. Zu seiner Zeit befeuerte Anton Sokolov die Maschinen der Industrie und führte das Reich in eine bessere Ära. Er umgab sich mit adligen, eigenwilligen Künstlern und Erfindern, um das Leben zu genießen. Er verließ Dunwall ein letztes Mal und ging in den Norden, endlich zufrieden. Eine letzte Reise nach Hause. Damit kommen wir zum vierten und letzten Teil des Abspanns. Der dreht sich um Megan Foster, die euch ja am Ende ihr Geheimnis enthüllt oder wo ihr das Geheimnis in Erfahrung bringen könnt und dafür den viele Jahre her oder wie auch immer Erfolg bekommt. Egal was ich gemacht habe, diese Sequenz an sich hat sich nie geändert. Die einzige Variation, die es in Megan Fosters Abspann gibt, entsteht dadurch, dass ihr Aramis Stilton betäubt in der siebten Mission. Dadurch verändert sich die Welt und wie ihr jetzt hier sehen könnt, hat Megan Foster dann ihren zweiten Arm und auch beide Augen. Das ist aber das Einzige, was Megans Abspann in den zwei Variationen reflektiert bzw. sich darin ändert. Wenn ihr im Übrigen sowohl Anton Sokolov als auch Megan Foster an Bord der Dreadful Whale tötet, was man durchaus machen kann, dann gibt es gar keine Abspannsequenzen zu diesen beiden. Und nun genießt somit die letzte Sequenz des Abspanns. Ich verabschiede mich an dieser Stelle schon mal. Macht's gut! Manche Dinge ändern sich nie, so sehr man es auch versucht. Unbeantwortete Fragen. Als Megan Foster von der Welt verschwand, trat Billy Lurk aus ihrem Schatten, gewillt ihr wahres Selbst zu entdecken und das zu suchen, was für sie Familie gewesen war. Manche Dinge ändern sich nie, so sehr man es auch versucht. Unbeantwortete Fragen. Als Megan Foster von der Welt verschwand, trat Billy Lurk aus ihrem Schatten, gewillt ihr wahres Selbst zu entdecken und das zu suchen, was für sie Familie gewesen war.